Ja, hallo alle miteinander, da bin ich wieder beim Let's Play von Super Ghouls and Ghosts. Und ja, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Hölle. Und wir sind immer noch mit der Armbrust bewaffnet, der bronzenen Armbrust, was ich nicht schlecht finde. Wobei es bei diesem Level ein bisschen, mal sehen, was hier drin ist. Tschüss. Tschüss, du Magier-Penner. Ein bisschen nicht so gut ist, weil wir die erste Hälfte zumindest abwärts gehen und jetzt haben wir die Sichel. Und ich habe sie aufgenommen, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt haben wir vielleicht ein Problem. Ja, man muss immer aufpassen, dass diese Feuertypen da unten entsprechend einen nicht erwischen. Weil sie nach oben spucken können. Und seht ihr das? Ich kann mit der Sichel gar nicht ihn erreichen, wenn ich mich ducke und dann schieße, weil die Sichel einfach nach unten schießt. Und jetzt beginnt... Oh, das war knapp. Aber das ist generell eine schwierige Stelle, aber zumindest kann man hier diese Viecher, die von unten kommen, ein bisschen besser erwischen. Damit. Jetzt müssen wir eben darauf achten, dass wir nicht von dem unteren Feuerwolf oder was auch immer das ist, da erwischt werden. Wir müssen eben warten, bis das Feuer hier abgeklungen ist. Dann können wir rüber. Und müssen eben warten, bis er wegläuft. Das können wir dann ohne Gefahr eigentlich machen. Weil er dann automatisch so weit nach rechts läuft, dass er uns nicht mehr erreichen kann. Ja. Okay. Jetzt habe ich natürlich jetzt nicht die goldene Rüstung. Sonst, nämlich der magische Angriff der Sichel ist gar nicht mal so schlecht. Was hier hilfreich ist, ist... Oh, jetzt habe ich schon eine Säule erzeugt. Die geht jetzt aber gleich weg. Hoffe ich. Ja. Und ich habe hier eine bestimmte Technik. Die heißt Hörnchen. Zweite Kette. Und das ist für mich die optischen Hinweise, wann ich springen muss, tatsächlich. Hörnchen, zweite Kette. Und hier. Und wie war das noch? Oh, das war zu weit. Ups, jetzt bin ich in der Lava gelandet. Und man darf nicht zu lange hier drauf stehen bleiben, sonst wird man getötet. Ja, und was ich jetzt für ein Problem habe, ist gleich mehrfach Natur, weil... Wir haben hier jetzt den Red Arima. Ich meine sogar unseren ersten, den wir überhaupt hier treffen. Und gleich dahinter beginnt dann der zweite Abschnitt dieses Levels. Und in der Regel, normalerweise würde ich dann jetzt irgendeine magische Attacke fahren, die ihn mit einem Schlag vernichten kann, wie zum Beispiel mit dem Dolch oder so. Oder auch mit der Sichel. Oder aber man, es gibt eine Strategie... Upsala, was ist das denn hier? Deviant Art. Ja. Was soll ich sagen? Mit der man, weil der Red Arima ist ziemlich schwierig zu treffen oder zu besiegen, weil er sehr erratisches Bewegungsmuster hat. Es gibt aber eine Strategie tatsächlich, aber die ist schlecht durchzuführen mit der Sichel. Nämlich das ist die Art, wo er dann tatsächlich auf dem Boden landet, der Red Arima, alias Firebrand, wie auch genannt wird. Und dann zu einem hinläuft, ganz schnell. Und dann muss man, dann kann man ihn eigentlich ganz einfach töten. Das Problem ist nur mit der Sichel, es kann immer nur eine Sichel auf dem Bildschirm sein. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht stark genug sein, um ihn zu töten damit. Er wird mich vorher erreichen. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Oder ich könnte einfach an ihm vorbeilaufen und dann, wenn ich sterbe, beginne ich das nächste Level schon im zweiten Abschnitt. Ich kann es mal versuchen, ob ich ihn erwische. Der erste Treffer ist noch frei. Glaube ich. Ja, der ist frei. Und wir müssen ihn links halten. Dann landet er. Oder soll er landen. Das war nicht so günstig. So, jetzt landet er. Und jetzt tanzt er ein bisschen hin und her. Und manchmal spuckt er auch was. Jetzt spuckt er seine drei Kollegen und hat uns platt gemacht. Ja, okay. Aber seht ihr, eigentlich muss das so gehen, dass man wartet, dass er so hin und her läuft und dann plötzlich anstürmt. Das ist eigentlich die Strategie, die man da gegen ihn fahren kann, wenn man keinen magischen Angriff hat. Ja. Und dann braucht man auch eine Waffe, die entsprechend schnell feuern kann, wie zum Beispiel den Dolch oder auch von mir aus die Lanze, die geht auch. Ups, ja, das ist jetzt ungünstig. Okay. Ja, so geht's. Wie auch immer das jetzt geklappt hat. Aber auf jeden Fall
geht das mit der Sichel eigentlich nicht. Und wir befinden uns auch nicht auf einer Ebene. denn dann geht das weitaus besser. Tatsächlich. Als wenn das so eine Hügellandschaft ist, wo wir jetzt ja waren. Das ist nicht so günstig. Imo müsste hier noch eine Truhe auftauchen. Ich weiß, dass man hier eine goldene Rüstung kriegen kann. Ich glaube, wenn man hier wieder hochgeht und dann hier vielleicht springt. Irgendwo war das. Versteckt. Oder ich glaube, hier einmal nach links springen und dann wieder nach rechts. Ich glaube, so war das eher. Das Feuer kommt immer wieder raus. Das ist ein bisschen nervig. Ja, und ja, was passiert ist, ich habe meine schöne bronzene Rüstung verloren und kriege jetzt hier auch nur einen Magier, der mich gleich umbringt. Okay, aber wenigstens weiß ich jetzt, wie ich an die goldene Rüstung rankommen würde. Ja, aber wie gesagt, man kann eigentlich auch an dem Arima vorbeilaufen. Und dieser Gegner, Feuerwolf, sollte jetzt bitte in mein Sichtfeld kommen, damit ich ihn überhaupt sehe und treffen kann dann auch. Und in der NTSC-Variante, also der Nintendo-Variante... Oh, ein Dolch, sehr gut. Das Ding werde ich auf jeden Fall behalten. Da ist es auch so, dass hier weitaus mehr Gegner tatsächlich noch sind. Auch in den anderen Levels. Also die haben die europäische Variante schon ein bisschen einfacher gemacht. Und den lasse ich jetzt einfach entkommen. Aber trotzdem ist es immer noch ein sehr hakeliges Spiel, wie man sieht. Ah... Typischer Fall von zu früh gefreut. So, und dieser Feuerstrahl, den kann man gleich beim ersten Mal überqueren, allerdings sollte man sich ziemlich tief fallen lassen. Damit man dran vorbeikommt, sonst wird man von dem oberen erwischt, von dem oberen Flammen. Das ist auch eine eklige Stelle hier. Oh, ja, das ist nicht günstig. So, jetzt ist er da und jetzt läuft er wieder... Oh! Ah, wie überlebe ich das denn? Okay, geh bitte weg. Nur mit der Unterhose bewaffnet versuche ich das jetzt. Jetzt kommt wieder Hörnchen. Also im Hintergrund sieht man diese Hörnchen. Und da springen und dann hier an der zweiten Kette springen. Und dann schafft man diesen Sprung immer. Also das erste ist ein normaler Sprung und das andere ist dann Doppelsprung. So habe ich mir das immer gemerkt. Und das hier ist auch so etwas, was ich gelernt habe einfach. Eigentlich sollte das... Okay, das war's. Das war nicht günstig. Das war dumm. Achso, ich erinnere mich jetzt wieder. Es kommt langsam alles wieder. Es ist wirklich so, dass man... das eigentlich Muscle Memory-mäßig alles im Kopf haben müsste. Aber... es ist einfach zu lange her für mich. Das ist eine nervige Ecke hier eigentlich generell. So, eine Fackel, die nehme ich auf keinen Fall mit. Gestohlen bleiben. Bronzerüstung mitnehmen. Kleinen Dämon hier wegpusten. Und man sollte meinen, diese kleinen Dämonen sind eigentlich kein Problem, aber tatsächlich sind sie ein ziemlich großes Problem, weil sie sich nicht immer so verhalten, wie man es gern hätte. Manchmal fliegen sie direkt nach oben, manchmal bleiben sie ein bisschen unten. Also, das ist hässlich. Jetzt das, man muss immer auf die Lava da oben achten. Jetzt haben wir die Goldrüstung, sehr gut. Ich hoffe, wir behalten sie bis zum Red Arima. Oh, das war knapp. So, was macht er da unten? Mucks, hoffe ich. Nicht. Knapp. Oh, er hat mein Schild weggebrutzelt. So, was macht er jetzt? Ja. Ah, nicht im Feuer stehen. So, jetzt aber. Magie kann man zum Glück auch dann wirken, wenn man den Schild schon verloren hat. Man kann es aufladen hier. Auch wenn es langsam geht nur. Aber das reicht mir aus, weil ich brauche bloß einen Treffer. So, zweite Kette. Doppelsprung. Nochmal Doppelsprung. Nach links laufen. Doppelsprung. Glaube ich. Doppelsprung und hier Sprung und Sprung und dann gefolgt von einem normalen Sprung und noch ein Doppelsprung, okay. So, wir haben es, wir wollen den Arima nicht verschrecken, deshalb schieße ich erstmal nach links.
lade meine Waffe jetzt auf, bis er ganz rechts im Bild ist. Und jetzt starte ich den Drachen und weg ist er. Ah, sehr gut. So, und jetzt müssen wir bloß noch diesen Sprung schaffen. Und wir haben den ersten Abschnitt dieses Levels geschafft. Und jetzt kann ich ein bisschen aufatmen, weil das war immer eine der heikleren Stellen für mich, dieses erste Teil vom Feuerlevel. Das hier ist weitaus einfacher. Wir kriegen ein Mondschild wieder. Das Mondschild schützt uns ja vor einem Projektil oder vor einer Flammenattacke. Hier muss man ein bisschen Anlauf nehmen und dann springen. Weil sonst kann es sein, dass man von der Plattform runterfällt. Und diese Gargoyles müssen auch erstmal komplett im Sichtfeld sein. Sonst trifft man sie nicht. So ein bisschen 3D-Effekt. Und jetzt, ich springe eigentlich nach vorne hier, wobei es so aussieht, als würde ich direkt auf der Plattform stehen bleiben. Aber da sie sich bewegt, muss ich mich auch bewegen. So. Oh. Ja, ich nehme jetzt, mache jetzt keine Truhen mehr auf. Er weiß, was da drin ist. Oh, das war... Aber seht ihr, ich kann den Gargoyle erst nicht treffen, erst wenn er ganz im Bild ist, wenn man seine... Wenn man das Roteln in den Augen sieht. Ja, Gargoyles oder Wasserspeier. Das Hässliche an diesem Level ist nur... Okay, hier kann man einfach normal hochspringen, das passt dann. Weil die Plattform sich weitaus langsamer bewegt als die anderen vorherigen. Das Hässliche an diesem Level sind, kommt jetzt. Und das sind diese Viecher, die von oben springen, diese zyklopenartigen Wesen, oder was es sein sollen. Und die sind deshalb besonders nervig, weil sie teilweise von, also hier noch nicht, aber beim zweiten Mal dann, tatsächlich von ganz oben fallen können, ohne dass man es vorher sieht. Und das heißt, sie können einen erwischen, ohne dass man da wirklich eine Gegenmaßnahme treffen kann. Ups, und hier muss man natürlich dann springen, sonst schafft man es nicht. Ja, und hier ist das, was ich sagte. Die fallen auch nicht direkt runter, sie laufen uns dann nämlich entgegen, wenn man sie gewähren lässt. Und hier, das hier meine ich. Habt ihr das gesehen? Und ich hab's doch noch geschafft. Okay. Gut, wir sind zumindest beim Endboss. Der Endboss hier in der englischen Version taucht er, glaube ich, auf, wenn man hier ziemlich tief springt. Aber in der europäischen Version, jetzt würde er eigentlich schon auftauchen, taucht er erst ganz am Ende auf, nämlich hier. Und ich werde jetzt mal meine Waffe aufladen. Und treffe gar nichts. Toll. Ja, eigentlich ist es ein einfacher Boss. Wenn man den mal treffen würde. Und dann spuckt er ein paar... Auch wieder nichts getroffen. Nach oben. Und jetzt, wenn sobald er verschwunden ist, Stopp drücken. Denn dann... weiß man ungefähr, wo er kommt. Oder von wo die Steine fallen. So. Na, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Runde machen. Ah, eigentlich hätte ich ihn erwischt, aber nee. Aber seht ihr, wie die Frames in die Knie gehen? So, wir müssen warten, bis er verschwindet und dann können wir sehen, wo es landet. Wo die Felsen runterkommen. So, eigentlich müsste er gleich fertig sein. Ja, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad hat er ein paar mehr Lebenspunkte. So, mal gucken, wo der Schlüssel landet. Da. Jetzt nicht runterfallen nach Möglichkeit. Nice catch. Okay, gut. Wir haben das dritte Level geschafft. Eieiei. Durch die Hölle. Und jetzt kommt, ja... der Magen des Golems. Der Endboss hier ist auch nicht so schwer, aber das Level an sich ist ein bisschen schwieriger. Mal sehen, ob ich hier... Nein, du nicht. Ob ich meine Waffe behalten kann. Ich glaub's fast nicht, aber... Hey. Dieses Level spielt im Magen eines Riesenmonsters. Und, ja. Wir können nicht verletzt werden, solange wir uns hier drin befinden, tatsächlich. Aber man muss schnell hier rauskommen, weil sonst verwandelt sich der Magen in so eine Klauenhölle. Oder Zähne sind da an allen Ecken und Kanten zu sehen und man muss entsprechend rechtzeitig auf eine dieser Plattformen kommen. Hier ist eine Truhe mit einer Rüstung. Und wir sehen zum ersten Mal wieder hier, oder seit dem ersten Level, diese Schlangenschädel. Allerdings diesmal in grün. Und ich kann nicht durch die Wand schießen. Aber hier ist noch eine Truhe versteckt.
Und wenn wir tatsächlich hier den Zauber... Oh, toll. Das wollte ich jetzt nicht haben. Wenn ich tatsächlich jetzt hier den Zauber... Ich hoffe, das Ding verschwindet. Nee, tut es nicht. Natürlich nicht. Ah, ich will keine Lanze haben. Das ist so dumm. Und die kommen immer wieder. Fast möchte ich da schon am liebsten dann hier Suizid begehen. Aber gut. Versuchen wir es mit der Lanze. Was wollte ich sagen? Ja, und die tauchen immer wieder auf, die Gegner. Und hier waren auch weitaus mehr von diesen Teilen hier, von diesen Flammenschädeln. In der amerikanischen Version. Die tatsächlich in den Boden verschwinden und sich totstellen sozusagen. Und anhand dieser Schädel kann man das ein bisschen sehen, aber die tauchen sofort wieder auf, sobald man sobald es sich normalisiert hat alles. So, kann ich die Truhe öffnen. Was ist da drin? Eine Falle. Eine gute alte Bärenfalle. Und, aua. Ja, der Sprung, den muss man ein bisschen besser timen als ich jetzt. Und wir sind eigentlich fast am Ende des ersten Abschnitts jetzt. Deshalb möchte ich jetzt ungern sterben. Wenn ich im zweiten Abschnitt sterbe, ist das nicht so schlimm für mich. So, irgendwo war hier noch eine Truhe. Mit einem Messer drin. Okay, wir kriegen es wieder. Hey, hey! Und den ersten Abschnitt haben wir geschafft. Ist in der Regel nicht so schwierig, weil sie es auch im Deutschen oder im Europäischen ziemlich entschärft haben. Und jetzt beginnt ein Abschnitt, den ich absolut nicht mag. Wie man beim zweiten Durchlauf nochmal sehen wird. Das liegt vor allen Dingen an diesen Teilen da. Und komme ich wieder drauf? Ja, ich komme irgendwie wieder drauf. Das war jetzt irre. Eigentlich sollte man am besten ein bisschen vorspringen, weil dann löst man hier diese Trigger aus und hat dann ein bisschen mehr Zeit und Muße, die zu beseitigen, diese ganzen Viecher. Man sollte also... Oh, oh, das könnte... Ja. Hey, wir fallen ganz tief runter. Ja, das ist eigentlich der zweite Autoscroller im Spiel. Und ist nicht mein Liebling. Er ist zumindest kürzer als der mit dem Wasser. Und das war ein vollkommener Fehlsprung. Ja, wie so oft. Hin und zurück. Eine Geschichte von Bilbo Beutlin. Man kann sie erst treffen, wenn sie sich so ein bisschen aufgebläht haben. So, verschwinde. Verschwinde bitte. Das Ding verschwindet einfach nicht. Man muss es vorher schon auslösen, indem man ein bisschen vorspringt und wieder auf die Plattform immer wieder zurückspringt, damit man es überhaupt schaffen kann. Eine hässliche Stelle ist das hier. So, das meine ich jetzt. Jetzt hat man ein bisschen mehr Zeit. Ist die Frage, reicht das aus? Ja. Dann werden die auch noch klein hier, die ganzen Kugeln. Naja. Dann sind auch nochmal 8 Geschosse, die man zusätzlich ausweichen muss. Und dieser wird sich als auch in die Luft sprengen. Ich hoffe, der kleine Dämon da unten bleibt mir jetzt vom Hals. Hier ist es vielleicht ganz ratsam, wenn man ein bisschen weiter vorgeht, anstatt sich hinten aufzuhalten. Dann ist man zumindest durch dieses Gasfeld durch. Aber es kommt auch sofort wieder. Richtige Schweinerei ist das hier alles. So oder so. Das sind ein paar nette Sprünge, die man machen muss. So, und das ist die letzte Fuhre, die wir bestreiten müssen. Das letzte Mal, dass wir hier... Komm, verschwinde bitte. Und das ist ein Kerl, der könnte einem jetzt hier alles versauen. Aber ich glaube, wir schaffen's. Ja, das sieht gut aus. So, gleich ist nämlich das Ende. Da ist das Ende. Dieses Loch da. Keine Ahnung, was das sein sollte. Darm oder sowas. Und ich hoffe, wir schaffen das jetzt gegen den Endboss. Weil der ist eigentlich nicht so schwer. Man muss eigentlich nur feuern, was das Zeug hält. Es ist eine Hydra. Na, bleib stehen. Feuer
Feuer, dass das Zeug hält, Artus! Okay, einen Kopf haben wir schon mal. Und jetzt verwandelt er sich in die verbliebenen Bestandteile. Und dann taucht er auf der anderen Seite wieder auf. Das ist eigentlich ziemlich einfach, denen auszuweichen. Da muss man keine Angst haben. Aber die sind auch unverwundbar, da kann man nichts machen. Ansonsten spuckt das Ding halt nur so Feuer. So, willst du deinen Kopf jetzt bitte senken? Danke. Dann kann man nämlich unten erwischen, eigentlich. Und tot ist er. Ah, sehr gut. Hui, das war die Hydra. Dreiköpfiges Monstrum, bestehend aus drei, ja, weiß nicht, Echsengeistern, was es sein sollen. Nice catch. Hui, das ging ja doch noch ganz gut. Ich meine, beim zweiten Durchlauf hatte ich weitaus mehr Probleme. Und nachdem man aus dem Magen eines Riesenghouls entkommen ist, geht es natürlich wohin? In die wunderbare Eislandschaft von, keine Ahnung was. Ekelland. Gut in Goblins Land. Und das Nervige hier in diesem Abschnitt sind diese Pflanzen. Deren, ja, Spuckzyklen man erlernen muss. Oder zumindest erlernen können sollte. Hört ihr dieses komische Brrrr? Das sind Pflanzen, die sich irgendwo anders entblättert haben jetzt. Hier zum Beispiel. Und ja, das war genau miserabel. Genau das wollte ich nämlich nicht, weil jetzt haben wir keine Rüstung mehr. Wir müssen uns mit diesen Zweien rumschlagen, mit diesen zwei Pflanzen. Und die sind ziemlich hässlich. Denn, oh, das war zu... Ich dachte schon, das wäre zu weit. Und das war definitiv zu weit. Ab in die Tiefen und tot sind wir. Ah, Mist. Gerade eben hat es geklappt und dann klappt es auch immer wieder nicht. Dieses Spiel ist prädestiniert dafür, einen jede Hoffnung zu nehmen, die man vorher mal hatte. Ich hoffe, für den Endboss kriegen wir hier das Triblade. Und hier ist übrigens eine Schatztruhe versteckt, wenn man hier so einen Sprung macht. Und wir kriegen tatsächlich das Triblade, was gar nicht schlecht ist, weil das Ding ist eine der wenigen Waffen, oder wenn nicht sogar die einzige, die direkt nach oben schießen kann. Sie macht dann noch zwar so einen anderen Bogen, aber das ist nicht so, so unten irgendwie. Aber das ist nicht das Entscheidende. Autsch, das ist nicht das Entscheidende! Und dann bin ich tot. Tja. Game over. Haben wir noch Credits? Ich meine ja. 9. Und jetzt noch 8. Also, keine Sorge. Das Spiel ist in der Hinsicht zumindest gnädig, dass es einen dann zum letzten Standpunkt wieder zurückteleportiert, den man hatte. Private möchte ich jetzt eigentlich gerne behalten. Weil das für den Endboss ist es gut und das hier ist nicht gut. Eieiei. Und tot. Ja. Da hatte ich auch nicht mehr mit gerechnet, dass ich das überlebe. Vielleicht kriegen wir die Triblade ja besser im zweiten Abschnitt. Im ersten Abschnitt ist es, glaube ich, jetzt noch nicht so gut. Weil gegen die Blumen hilft was anderes besser. Fackel? Nee, sicher nicht. Die Fackel ist mit das Schlechteste, was man kriegen kann, neben der Axt meines Erachtens. Autsch. Autsch. Ja, und die Triblade funktioniert hier nicht ganz so, wie es gab, wie es gerne hätte. Der Sprung war zu hoch und ich bin direkt wieder zurückgesprungen in die Pflanzenbombe. Das grüne Dingsbums. Die Spiel macht einen Kirre. Vor allem, wenn man keine Übung mehr drin hat. Oh, die Axt. Ja gut, ich kann sie mal demonstrieren. So fliegt sie über den Bildschirm und man kann immer nur eine Axt werfen, genauso wie bei der Sichel. Also, aber zumindest hat sie so einen kleinen Schlenker drin und da falle ich direkt durch die Stacheln. Wunderbar. Es fängt schon wieder an. Ich werde schon wieder hibbelig. Es ist nicht aufzuhalten in diesem Spiel. Es gibt Leute, die spielen das regelmäßig und die sind natürlich dann cool. Ah, ich nehme die Sichel, was soll's. Aber ich, wie gesagt, schon eine Weile her, dass ich das wieder gespielt habe und
Das ist ein reines Erinner-dich-Spiel. Erinner dich daran, wie es gewesen ist, anno dazumal. Immerhin. Hilft mir nur nicht viel weiter bei diesen Pflanzen. Okay, zwei Treffer brauche ich mit der aufgerüsteten Sichel. Eieiei. Das war auch knapp. Okay, die Pflanze ist noch nicht aufgewacht. Ei. Das sollte nicht passieren. Ja, und jetzt fahre ich direkt so durch, ohne dass ich hier was machen kann, weil ich einen Schritt zu weit gegangen bin und dann fällt man einfach runter, ohne dass man irgendwas dagegen machen könnte. Kann ich bitte was Besseres kriegen? Bitte. Irgendwas, was mir hier hilft. Wie zum Beispiel den Dolch. Triblade. Nee. Nichts ist davon besser. Grausames Spiel ist das. Damage Boosting! Nicht wirklich. Damage Boosting in den Orkus. Ich merke schon, es wird wieder ein Heidenspaß, hier durch diesen Abschnitt zu kommen. Oh, die Armbrust. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ah, sehr gut. So. Die gebe ich jetzt auch nicht wieder her. So, Doppeltreffer. Jawohl, jetzt hier. Ah, so geht das. Haha. Ich bin der Armbrustmann. So, schießt du Ding. Oh. So. So, wenn ich jetzt die bronzene Armbrust kriege, habe ich die Zielsuchenden und das wird das wesentlich vereinfachen. Okay, ich muss natürlich richtig stehen, aber seht ihr, was passiert? Der ist schon weg. Puh. Damit trifft man diese ollen Pflanzen jetzt. Irgendwo ist da was aufgewacht. Oh, das war knapp. Aber ich kann mir ein bisschen, geordneter oder zielgerichteter vorgehen jetzt. Jawohl. Ah, endlich sind wir an denen vorbei. Jetzt weiß ich, was ich in diesem Level machen muss. Besorgt euch auf jeden Fall die Armbrust. Und passt auf, dass ihr nicht von oben weggespuckt werdet von diesen Eiswölfen. Oder Eismonsterwölfen. Eigentlich kommen wir jetzt noch zu den Eiswölfen. Oh, 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 okay. Puh. Das ist immer noch der erste Abschnitt, wohlgemerkt. Und das hier ist nicht der zweite Abschnitt. Der kommt erst hier nach. Ich hoffe, ich komme hier einfach noch durch. Am Ende gibt es einen Red Arima. Den werde ich wohl nicht bekämpfen. An dem kann man nämlich ziemlich gut eigentlich immer vorbeilaufen. Und das werde ich auch machen. Und das Problem, was man hier natürlich hat, ist, dass diese Schutzschildgeister meine magischen Geschosse abwehren oder zumindest ablenken, sodass ich nicht immer schießen kann. Uah. Und man hört der Eissturm jetzt auf. Gut. Gut oder nicht. Gut. Okay. Ich gehe gezielt vor. Ich lasse mich jetzt nicht mehr anlumpen. Hey, aber den haben wir noch erwischt. So, und jetzt ist hier der Red Arima. Und, eigentlich heißt es für mich Sturmangriff. Oder er ist auch tot. Okay. Und wir sind jetzt im zweiten Abschnitt. Wie auch immer das geklappt hat. Mann, ich liebe die magische Armbrust, die ist ja. Und tschüss, du Wolf. Er springt direkt in seinen Tod. Mir soll es recht sein. Das ist keine gefährdete Art oder sowas. Und das sind Stacheln, in denen man sterben kann. Also bitte keinen Doppelsprung hier machen an der Stelle. Nicht zu empfehlen. So. Mann, ich liebe die magische Armbrust. Der Zauber ist Mist, aber
Ganz ehrlich, dafür kann man hier gut durchkommen. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Mist. Aber irgendwo gibt es hier noch eine Rüstung. Ich meine sogar hier unten. Aber erstmal müssen wir uns hier an dem an der Leiter festhalten, weil jetzt kommen die Lawinen. So, da ist die Truhe. Da ist der Trigger für die Truhe. Die sind manchmal schön versteckt. Oh, hoho. Voller Geist. Gut, dass man hier mit beiden Pfeilen diese großen Sprites von diesen Eiswölfen da oder Eismonsterwölfen treffen kann. Bei diesen ist das nicht unbedingt gesagt. Und ich muss schnell dahin zur Leiter, weil ich sehe, wie das Bild wackelt. Und dann heißt es, die Lawine ist direkt vor dir. Ducken und schießen wie blöde. Das Problem ist nur, ich habe keine Rüstung. So, wir müssen einmal hier drauf springen und... Da müsste jetzt eigentlich eine weitere Lawine kommen. Eigentlich. Aber anscheinend hat sie heute Pause. Na gut, mir soll es recht sein, dann gehe ich hier einfach an die Leiter. Eigentlich müsste da noch eine... Das hier ist eigentlich die vierte und nicht die dritte Lawine. Also, was fehlt da? So, jetzt sind wir beim Endboss. Ich hätte gerne eine Rüstung. Und ich hätte gerne die Tri-Blade, weil die ist echt gut gegen diesen Typen hier. Das ist ein fliegender Gegner, von daher ist die Armbrust natürlich nicht schlecht. Okay, das ist Vereisung. Das ist nicht so wild, da kann man sich schnell draus befreien, wenn man hin und her drückt, wie blöde. Und ansonsten, das einzige andere, was wirklich gefährlich an ihm ist, sind seine Klauenattacken, die er ab und an aussendet. So, ducken. Und dann dementsprechend ausweichen. Aber bis jetzt hat er es noch nicht gemacht. Jetzt macht er es. Doppelsprung rettet einen Meister vor. Meistens. Eieiei. Habt ihr das gesehen, was er gemacht hat? Er hat nicht gleichzeitig seine Klauenarme geworfen, sondern nacheinander. So, nach dem Motto, ich warte erstmal ab, was er macht, und dann erledige ich ihn mit dem zweiten Wurf. Aber da hat man, glaube ich, nur Schutz, wenn man ganz sich links aufhält. Und Gott sei Dank ist er platt und da zerfällt er. Es ist irgendwie so ein Eisskelettkrieger gewesen mit vier Armen oder was auch immer das war. Aber es ist mir auch wurscht, wir haben es geschafft. Nice catch. Wir sind jetzt eigentlich im vorletzten Level. Ja, also im wirklichen Level. Und dann beginnt der Abschnitt, wo mein zweiter, wo mein alter Ego dann wieder übernimmt. So, und hier muss hier eine Truhe. Hier kann ich vielleicht jetzt auch mit der Armbrust zeigen, wie man den Arima, weil es gibt hier zwei Stück, im englischen Original drei. Das haben sie im Deutschen dann ein bisschen entschärft dann. Wie man den normalerweise besiegt. So, man lässt ihn am Bildschirmrand hantieren. Nach Möglichkeit. Und dann geht er eben runter und er tanzt hin und her und irgendwann greift er aber an. So, jetzt. Jetzt müsst ihr bloß draufhalten, wie blöde. Hui, und da braucht ihr eben eine schnell feuernde Waffe und keine, die bloß eine, wovon nur eine auf dem Bildschirm sein kann, wie zum Beispiel eine Axt oder eine Sichel. Das ist dann eher nicht so gut. Irgendwo war hier noch eine Truhe. Ich glaube hier. Ja, und die taucht auch automatisch auf. Tri-Blade. Wartet mal. Will ich die haben? Nee, will ich nicht an. Ich verzichte auf die Tri-Blade. Und wir finden hier unseren alten Freund, den Cockatrice, die jetzt als Wandmonster auftauchen, beziehungsweise nur der Kopf mit dem langen Hals. Und hier ist eine Truhe versteckt. Ich hoffe mal, die beinhaltet eine bronzene Rüstung. Sehr gut. Denn jetzt haben wir noch einen Arima zu bekämpfen. Irgendwo ist er. Ein paar Geister sind hier auch noch. So, weg ist er. Gut. Wir können uns das Gold noch eben holen. Oder was auch immer das sein soll. Ein Dollarzeichen. So, und da unten ist noch die Truhe aufgetaucht. Ist die Frage, hole ich mir die? Nö, weil, ganz ehrlich, der magische Angriff von der Armbrust ist das nicht wert.
den jetzt mitzunehmen. Ich bleibe einfach bei der normalen Armbrust und wir bekämpfen jetzt, ja, Satan ist es nicht, es ist Amon Dias oder irgendwie dort. Das ist, ja. Ihr werdet sehen, wo mein Problem war. Beim Let's Play dann später. Mein Let's Fail, wie ich es nenne. Aber hier ist er eigentlich noch ziemlich einfach. Das ist ja auch nur eine Form, die wir bekämpfen müssen, nicht noch seine zweite Form. Zum Glück haben wir eine Waffe, die einigermaßen, hui, das war ein schöner Bogen, einigermaßen effektiv gegen ihn ist. So, dass wir uns sicher wieder auf der linken Seite aufhalten können. Aber, jetzt ist er ganz weggelaufen und ich muss ein bisschen aufpassen. Warum mal der Laserstrahl jetzt nach oben gegangen ist. So. Ah, weg ist er. Alles klar. Gut. So, im zweiten Level geht's dann etwas rabiater zu. Denn da müssen wir ihn zweimal eigentlich im Grunde genommen besiegen. Und dann beginnt der zweite Durchlauf. So, Level 6. So, da sehe ich euch jetzt mit Alter Ego wieder. Also, das war Jeebeth Arkadalmeister. Und der sagt, viel Spaß. Es ist nach wie vor immer ein Vergnügen, dieses Spiel. Und ja, man ist froh, wenn man es geschafft hat. Aber es ist ja auch der größte Schwierigkeitsgrad. Und ich finde, das habe ich jetzt wieder einigermaßen gut hingekriegt. Aber wie gesagt, man muss da wirklich wieder reinkommen in die ganze Technik des Spiels. Weil das ist sehr, sehr speziell. Es ist nicht umsonst eines der schwierigeren Spiele für den Super Nintendo. Wobei ich nicht sagen würde, dass es eines der allerschwersten Spiele ist. Aber für einen Casual-Player, so wie ich das dann bin, bei diesem Spiel zumindest, da ist es auf jeden Fall bockschwer. Nun gut, das war Jeebeth Arkadalmeister und ich sage bis gleich.